Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, genauer gesagt bei Dunville, genauer gesagt 18 Jahre alte Irish Whisky von der Port Morant Estate Distilling Rum Cask Finish. 57%. Und vorher in diesem Fass, in dem gereift wurde, war eine 41 Jahre alte Demerara Rum gewesen. Also, hätte ich jetzt hier ein bisschen mehr Geld gehabt, ja, hätte ich eine Flasche selbst davon gekauft, hat nur 600 Pfund gekostet, also gut 700 €. Whiskey Base Nummer 139118. Und was tut man stattdessen? Man fliegt nach Dublin, dorthin zu der Whiskey Live 2019, und dort kann man tatsächlich hier einfach mal eine Sample mitbekommen. Wenn man ganz lieb ist und die Leute interviewt und ein bisschen Publicity für sie macht. Also, es gab davon 300 Flaschen insgesamt. Also, die haben diese ein Fass gefunden. Das waren mehrere Fässer. Es gab 8 Fässer insgesamt. Genau, aber es gab nur 300 Flaschen momentan. Und die haben 18 Jahre alte Irish Whiskey reingetan in diesen alten Port Morant Estate Rumfass. Das ist ein Lost Distillery, das heißt, es wurde geschlossen. Und damals wurde noch, und das habe ich nicht recherchiert, aber ich habe es gelesen immer wieder, die haben das dann mit holzenden Stills produziert, diese Rum. Damals, vor 41 Jahren, damals in den 80ern oder vielleicht 70ern, wer weiß. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 1995 ungefähr fing Dunville an, damit zu ein Independent Bottler zu werden, ja, ein unabhängiger Abfüller zu sein. Die haben ihre eigene Marke gehabt, die haben damals den Three Crowns gehabt, die haben den Dunville VR oder VR rausgebracht, erstmal mit 10 Jahren mit PX und so weiter. Die haben versucht, den The Spirit of Belfast zu werden. Ja? Teeling ist The Spirit of Dublin, und dann Dunville möchte gerne The Spirit of Belfast sein. Ja, und wenn als damals die Pressemitteilung rauskam, dass dieses exklusive Abfüllung hier von Dunville auf den Markt kam, habe ich echt draufgeklickt. Und ich habe gesagt, Mensch, vielleicht kaufe ich das. Aber dann, das wahre Geschichte, haben sie gesagt, und die haben geschrieben, tut mir leid, momentan sind wir nicht in der Lage, nach Deutschland zu schicken. Und da habe ich einfach angeschrieben, die Leute denn da, sie sagen, wir arbeiten daran, einen Importeur zu finden, bla 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 bla. Und ich habe gesagt, oh gut, in Ordnung, also ich hätte Interesse, bitte meldet euch, wenn ihr soweit seid. Und was kam? Nix. Also von daher, irgendwie wurde nicht gefunden oder wie auch immer, keine Ahnung. Gut. Also, womit kann man den vergleichen? Ich habe ein Video vorhin gedreht von Dunville, 12 Jahre alt, very rare, Cask Strength mit 47%, und das ist mit PX. Und so, ich dachte einfach mal, ich benutze meine Reste hier, die ich hier habe. Auch ein Sample gekriegt hier von unserer Irish Whiskey Live in Dublin. Lohnt sich echt, wenn man wirklich sich mit den Irish Whiskies auseinandersetzen will, nach Dublin zu fliegen. Es gibt auch in Belfast mittlerweile im September irgendein Show auch, wo man da hingehen kann. Irgendwie Society, Whiskey Society Dublin. Also ein Kumpel von mir fliegt vielleicht dahin. Ob ich das tue, weiß ich nicht. Ob ich wieder nach Dublin jetzt hier Ende November hinfliege, das ist eher die Frage. Da würde ich wahrscheinlich lieber dahin kommen. So, Rum gegenüber PX, lass uns sehen. 18 gegenüber 12 Jahre alt. Beide sind gesourced. Woher, wissen wir nicht. Als ich vor Ort war, habe ich gefragt, zweifach oder dreifach destilliert. Eine Antwort bekam ich, tatsächlich dreifach destilliert. Und dann sagen die, oh, dann kommt es von Bushmills. Und dann, woher das Zeug kommt, ist es Middleton? Keine Ahnung. Wow, das ist aber eine mächtige Nase. Hohohoho, da war der Rum. Puff, also wirklich da. Wahnsinn. Einen Moment. Also der PX kommt hier gut durch, jetzt langsam, aber sicher. Öffnet sich, entfaltet sich. Aber hier, das war schon krass.
Wow. Also, ich bin nicht sicher, ob ich rum sagen würde dazu. Einen Moment. Das ist mein Coin hier. Ein bisschen der Luftdichte, ein bisschen da drin, die Dämpfe sammeln. Also, ich bin kein Rum-Experte. Also, Rum ist für mich immer noch Bacardi. Also, und ich habe echt tierisch Respekt, wenn ich einsteige in Rum. Also ich habe die letzten 3 Jahre meines Lebens eingestiegen, bin ich jetzt hier bei Whisky. Und langsam komme ich in der Level an, wo ich sage, ich kann mitreden. Ich bin immer noch nicht der Experte, die ich hätte sein können oder sollen, aber ich kann wenigstens mitreden, ja. Aber bei Rum ist da auch ein großes, großes weißes Fleck, wo ich einfach Respekt davor habe, sage, ich will nicht weitere 3 Jahre meines Lebens nur mit Rum mich beschäftigen, ja. Also. Und Demarara, keine Ahnung, ob ich das überhaupt richtig ausgesprochen habe, Rum ist schon etwas, was mir nichts sagt. Ja, 41 Jahre alt, Respekt. Also der Port Morant Estate Distillery in Guana, also Guyana, Guana. Und deren Wood Stills, ihren berüchtigten oder berühmten Wood Stills, ihrer Holzbrennapparatus. Sagen mir auch ehrlich gesagt gar nichts. Also von daher, die Leute aus der Rumwelt werden sagen, Jason, du Idiot. Yep, das bin ich. Ich bin einfach unerfahren. Ich habe schon gesagt, Whiskey Base 139118, 57%, 600 Pfund oder 585 habe ich jetzt online gefunden. Wow. Ich kriege Sonnenblumen. Wieso kriege ich Sonnenblumen her? Eine süße, ich sag einfach mal Zuckerrübensirup. Und da ist ein dunkler, schwerer Rum-Moment. Holz, Malz, Beeren und so weiter. Okay, ich probiere mal. Schauen wir mal, ob die 57% gut eingebunden sind oder nicht. Keine Ahnung. Die Tropfen, die Beine hier. Das ist so ein interessanter, also ganz, ganz. Fette Dinge laufen hier immer wieder runter. Das ist eine coole Design. Ich lasse auch ein paar Beine entstehen, sage ich mal. Das hat was. Der ist echt gut. Wow. Ich habe einige Rum-Finishes in meinem Leben schon gehabt, aber noch nie etwas so ähnlich. Wenn man die 600 Pfund ausgibt, kriegt man eine Holzschachtel. Also buchstäblich, ihr seht das wie ein Schallplatte, ein bisschen größer. Und da ist diese wunderschöne Flasche da drin. Und dann ist auch noch auf der Deckel ist der Spiegel, den man aufhängen kann, von Dunhill, wie damals, auch in den 70er, 60er Jahren. Und da ist auch eine Sampleflasche von den 41 Jahre alten Demerara Rum da drin. Ja, das ist auch ein Buch darunter, wo die ganze Entstehungsgeschichte von Dunhill, es ist wirklich ein Sammlerstück, es ist wirklich klasse gemacht, ja. Hochglanz, rote Kiste, sehr, sehr elegant, sehr, sehr schön, sehr teuer. Ist nicht meine Welt. Ich bin dafür, Whisky zu kaufen und Whisky zu schmecken. Ja, ich bin dabei, weiterhin Fässern zu kaufen, da bei verschiedenen Irish Distillerien. Und ich muss ganz ehrlich, bisher hat Dunhill kein einziges Fassprogramm im Angebot, den ich entdeckt habe. Falls ihr was entdeckt habt, bitte schickt mir die Details rüber, whiskeyjason@gmail.com. Vielleicht machen sie das, vielleicht machen sie es nicht mehr. Aber bei anderen Destillerien, die gerade jetzt hier neu angefangen haben, ob Connacht oder Powers Court oder Bowen oder andere Orte, die jetzt schon destillieren, bin ich dabei, einfach mal Anteile Menschen zusammenzukriegen. Um dort tatsächlich auch Fässern kaufen zu können, damit wir eine von der Founding Fathers sein können, was ich damals bei Dingle nicht sein könnte, weil ich nicht wusste von Dingle damals vor 4 Jahren. Da war ich ein bisschen einfach mal noch nicht dabei.
Der gefällt mir immer mehr und mehr. Also ich versuche mal hier die Flasche dahin zu tun, damit er hier und hier sieht, das ist hier der 12 Jahre alte Cask Strength NPX. Als ich den das erste Mal aufmachte, sagte ich, nee. Als ich mein Englisch-Video gedreht habe, dachte ich, oh. Und jetzt, wo ich sage, wow, also, der braucht ein bisschen Zeit im Glas, das ist schön. Der braucht ein kleines bisschen Wasser. Der PX kommt mehr und mehr durch jetzt. Sehr schön. Vielleicht lerne ich diesen Whisky kennen. Vielleicht entfaltet sich dieser Whisky. Vielleicht ist einfach mal seine Zeit dran, wo ich sagen kann, wow. Ich habe den ein 2- auf Deutsch gegeben. Ich habe den sogar ein 2 auf Englisch gegeben. Der hat mir echt richtig gut gefallen. Und nun die Frage ist, was ist hier mit diesem Monster vom einen Teil? Denn von der Dunville 18 Jahre alt. 18 Jahre alte Whisky. Von der Firkellen habe ich einen 18-jährigen Whisky gehabt, der einfach nur Ex-Bourbon war. 140 € hat er gekostet. Dieses Zeug ist besser. Ja, also eindeutig. Aber auch dreimal so teuer. Ich fühle, also Gerüche, also die Aromen, die wir hier schmecken, sind einfach mal ein Problem. Denn wir Menschen können im Grunde nur etwas erkennen, was wir schon mal gerochen oder geschmeckt haben. Also wir verbinden, wir assoziieren etwas. Und das Problem jetzt hier ist, ich habe es gerochen und ich habe Spüli gehabt. Aber nicht eine schlechte Spüli, sondern eine sensitive, eine sehr schöne. Und die Frage ist, welche Aromastoffe waren denn der Spüli, der mein Gehirn damit in Verbindung gemacht hat? Klick, um das zu sagen. Nun, wenn ich bei dir Spüli sage, habt ihr Citrus oder dann irgendwie Blau oder irgendwie Grün oder irgendwas anderes. Und das ist ein ganz anderer Geschmack. Und deshalb, also. Es ist nicht Spüli, was ich hier rieche. Ich rieche etwas anders. Jetzt, ja, ich habe lang genug geredet und ich hab's endlich. Wow. Warum riecht mein Spüli sensitive nach Mandelöl? Ich habe Mandelöl da drin. Sehr schön. Wieso habe ich Mandelöl bei Rum? Ja, ich habe Mandeln. Ich habe Mandelöl. Ja, so schön. Danke, dass du auf meine Entdeckungsreise mitgegangen bist, ob ihr wolltet oder nicht. Aber die Assoziationen laufen tatsächlich. Man verknüpft, man verknüpft, man verknüpft. Boom, ist man denn da? Und ich habe tatsächlich ein Bild gesehen von meiner Sensitive mit ein kleinen Tropfen da drauf mit Mandeln und ein bisschen weiße mit Mandelöl. Und das ist da, was ich hier habe. Und nun, das Problem ist, ich kenne Demerara Rum nicht. Also vielleicht rieche ich eine gewisse Rumart, die ich bisher noch nie gehabt habe. Auch das ist gut möglich, aber ich kann nur etwas beschreiben, was ich denn da hatte. Okay, ein Beispiel. 17. Jahrhundert. Stell mal vor, ein Flugzeug würde dann durch ein Dorf einfach mal bei einem Tiefflug rüberfliegen. Und natürlich, das wäre ein silberner Drache, der eine Rauchfahne hinter sich zog, der darüber geht mit einem Knall wie Donner. Ja, heute würden wir sagen, hey, das war ein F-16 oder sonst ein Eurofighter oder was auch immer. Wir haben ganz andere Begrifflichkeiten, um Dinge zu beschreiben. Und das ist das, was ich hier habe. Ich beschreibe etwas, wo ich wenige Verbindungen habe. Und deshalb habe ich meine Difficulties, meine Schwierigkeiten hier. Gut. Wow, der ist echt gut. Wow, der ist wirklich gut. Jungs bei Dunville, Hut ab. Das ist Bomber, das ist besser als das. Also, von daher muss ich auf ein 2 plus plus 1 minus minus gehen. 1 minus. Also, jetzt habe ich ein Dilemma hier. Mein Dilemma ist, ich weiß genau, wie. Okay. Wenn man einen Whisky verkostet
Und ich gehe einfach mal hin und ich benutze den Logik vom Fred Mimic. Und er sagt, wenn er blind auch Sachen verkostet und er wird einfach mal ein Rating geben wollen, er nimmt einfach ein Minus Whisky und vergleicht das mit denen und sagt, ho, ist er gleichwertig oder ist er besser oder schlechter? Das ist für mich ein 1 Minus Whisky vom Irland Fassstärke. So, schauen wir mal, ob er mithalten kann, ob er denn übertrumpft oder ob er gleich rangig ist. Er muss nicht identisch sein, aber gleichrangig. Und darum geht es hier bei meiner Vergleiche. So. Okay. Ups, ich muss was reintun. Sparsam, das ist eine 600 Pfund, eine 700 € Flasche gewesen in groß. Jetzt habe ich meinen Redbreast-Moment gehabt. Diese Potstill-Würze kam mir entgegen. Anders, süßer, schwerfälliger, aber auch mit Mandeln genauso lecker. Nice, er entwickelt sich sehr, sehr schön. Ja, gib dir einen Moment. Okay, ich schmecke hier. Speichern, gehe hier rüber und schau mal, wo ich das einordnen würde. Besser, genauso oder schlechter? Hat wesentlich mehr Power. Aber nicht Alkohol-Power, sondern Geschmack-Power. Diese Pot-Still-Würze, was da drin ist, der Mischung von dem Bourbon, von der Sherry-Fässern zusammen. Bei 7 und 56,2%. Ja, sehr, sehr gut. Gedächtnis wieder erfrischt, gespeichert. Und das Gedächtnis ist Wiederholung. Je mehr ich den trinke, desto öfter kann ich einfach aus dem Stegreif genau wissen, wie er schmecken sollte. An der Nase kann er echt mithalten. Also schön. Im Mund. Anders, aber genauso gut. Wo der Richtung Potstillwürze geht, der geht Richtung Frucht. Diesen Rum, diesen Mandel, diese Geschmackserlebnis inklusive Alkoholeinbindung und allem, was dazu gehört, die sind gleichwertig. Also 1 minus. Preislich 700 Pfund. Ihr könnt mich mal, ja? Sorry. 5. Ich würde nicht wissen, welche Whisky auf diesem Planet wirklich 700 € wert wäre. Nochmal, zur Verdeutlichung, ja? Also, ich habe einen Flug gebucht, bin nach Irland hin und zurück geflogen. Ich habe dort Unterkunft gehabt. Ich habe dort zwei Tickets bekommen für den Whisky live dort. Ich habe 100 € dafür, 100 € dafür, 100 € dafür, ungefähr jeweils bezahlt. Also 300 etwas Euro habe ich am Tisch gelegt für mein Wochenende dort in Dublin. Ja, könnte ein Tick mehr gewesen sein, wahrscheinlich 350, einfach mal für alle Umkosten, die ich hatte. Ich hätte immer noch nur die Hälfte von der Flasche davon bekommen. An so viel Erlebnis kann mir kein Whisky bieten, wie ich an dem Wochenende dort in Dublin hatte, für das Hälfte des Geldes. Ja? Ist das eine Möglichkeit dort als Anlage? So super Premium Irish Whiskys kann ich echt nicht sagen, ob da eine Wertsteigerung geben wird oder nicht. Bei 300 Flaschen wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Da ist ein bisschen außerhalb von meiner Liga. Ich freue mich sehr, dass ich das probieren dürfte. Also, yay, Dankeschön für diesen Sample und vielen Dank für ein ganz tolles Whisky. So, meine Frage des Tages ist, genau, wo ist eure Schmerzgrenze? Wo sagt ihr, die Flasche kaufe ich, aber da bis dahin nicht mehr? Irgendwo habe ich da drüben also gelagert eine
Port Ellen. Ja, also 1.000 € Flasche, ja. Irgendwo habe ich ein paar anderen Flaschen da lagern, die ich einfach als Geldanlage dann zur Seite gelegt habe und einfach gesagt habe, 5 Jahre warte ich und dann schaue ich mal, was ich für Rendite davon bekomme. Würde ich eine Flasche kaufen zum Trinken für den Preis? No. Meine Grenze für Flaschen, die ich aufmache für mich selbst, liegt momentan bei 150 gefüllte Euro, ja? Vielleicht 200. Also ich habe schon Flaschen Bourbons und so weiter für 200 gekauft und aufgemacht, geteilt und so weiter. Aber das ist absolut mein Limit. Ich weiß noch, wo ich anfing bei 30, 40, 50, 70, 80, 100, 120. Also es ging immer weiter nach oben. Also wo ist euer Limit? Was ist der Limit für eine Flasche, die ihr trinkt, wo ihr sagt, mehr gebe ich nicht aus? Blind Whisky, Thomas macht das echt toll mit seinen verschiedenen Blindverkostungen, sagt einem, bei ihm ist 60 € ist sein Limit. Vielleicht ist es genau richtig. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Vielleicht kommt die auch sogar rein, wer weiß. Also auch, es gibt eine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe, wo mehrfach in der Woche ich Flaschen, die ich hier meistens verkoste, dann dort tatsächlich verteile. Und alles, was übrig bleibt, kommt dann dort in meine PDF nachher rein. Ihr könnt natürlich jeden Tag meine Videos schauen hier um 17:30 Uhr, beziehungsweise am Sonntag um 21 Uhr gibt es hier einen Livestream mit einem Gast und das macht immer extrem viel Spaß, finde ich. Whiskey Jason sagt ciao, vielen Dank und bis morgen. Bye bye.